Your Holiness, even if you wait of Christoph, I still start to welcome you. I think that's okay. And I do it in English. Venerable Rinpoches, ordained Sangha, and all this honorable and very welcome guests, we are very fortunate that after a little bit more than 1 year, after 50 months, we can welcome His Holiness again in Europe, as we say. A little bit pity is that at least it is always only Germany. It makes us happy, but maybe other nations look at us and would wish that His Holiness is also able to come to them. It is not a fault of His Holiness or a lack of interest or something, and it is not that we are so greedy that we always try to keep His Holiness only in Germany. It is due to higher circumstances on which neither His Holiness nor we, the Germans, have any influence. So at least we can be very happy that after many obstacles, His Holiness is now here with us for 4 wonderful days, and we are looking forward, Your Holiness, for your teachings, which at least are teachings about the 4 immeasurables, under the motto of the 4 immeasurables: love, compassion, rejoicing, and equanimity without limit. As I said yesterday already, I think it is a very important topic in a time where we get more and more trouble and hostility in the world, and that not only in the Near East or other ways, unfortunately also in Germany, that more and more groups coming up who are full of hate on foreigners, which is not the majority in Germany, but even that smaller groups are acting like that is a pity. So we think your message, His Holiness, is very important for us, and we ask you, please, to start your teachings. Thank you very much. Vielen Dank, Thomas. Germany liad yagar ta ji ti ni ba yon do ba che che ani du san da europe li ye ba da chong bu zo da ani chue yi chong bu da sam lu li ya tu zhi xia ko ge yagar to ba de la ani yin da ba ne Gatsura dang, zhe ne, samlo liya, samtri shuyue. Zuallererst möchte ich gerne bei meiner zweiten Reise hier nach Europa, nach Deutschland, alle die begrüßen, die ich jetzt wiedersehe als Freunde, als Dharma-Freunde und alle, die hierher gekommen sind. Eine große, tiefe Freude empfinde ich und deshalb ein herzliches Willkommen. Kasa, und Chidang gibt es, die Tradition, die Tradition, die Chacha, die Gerobchilia, eine Yane Yando, the young Arabs. This is the tradition, Sanandando, Yana Jig Karma, somewhere. This is Yavata, in Yusane. Amirgalia, Ting Sum, Chimbre, that the name Germany, did the Europe Nanolia, the Gigo. Germany, Chiboreta, Chignonde, Germany, Chibore, Tilinata, Tingi Yongwa. I have this kind of traditional karma. Es hat sich
anscheinend so zu einer Tradition oder Gepflogenheit entwickelt, wenn man das so sagen möchte. Man könnte auch sagen, das ist Karma. Es hat sich also die Bedingung ergeben und wieder ergeben und wieder ergeben, dass ich jetzt dreimal in die Vereinigten Staaten habe kommen können und das zweite Mal jetzt hier wieder nach Deutschland habe kommen können. Jetzt da Europa die Gegend zusammen Tanja von dem zusammen bin sie die Neighbor der Charge in New Sane und Germany die wohl zu Sane und Chile ihre Neighbor Country das ist Das ist similar, das ist Madeci. Jung ist am Tag. Or a little bit of feeling jealous. Mir ist dabei bewusst, gerade weil Deutschland innerhalb von Europa mitten darin liegt, umrundet von lauter Nachbarländern, die gar nicht weit entfernt, sondern eben direkte Nachbarstaaten sind und dass ich jetzt dort nicht habe hingehen können, hat gewiss bei diesen dort auch eine Art von Missempfindung ausgelöst und vielleicht so auch so etwas wie, gibt es Neid oder Eifersucht, dass ich nicht bei dieser Gelegenheit auch andere Länder besuchen kann. I'm also feeling sorry similar to some days. Feeling sorry which Und mir selber geht es auch so, dass ich eigentlich darüber etwas traurig bin und es tut mir auch sehr leid. Da in der Chige Kasue and Kaligal Chise. That we already took the first step. Mm-hmm. Then the second step somewhere. This is kind of trick. Yep. Trick, find a way. And then you stand and Kaligal Chise. And that she gave us in that Lamsa Lamsa. You are the Kalehavo. Mm-hmm. It's not my under my control. Mm-hmm. Mm-hmm. Wie dem auch sei, ich sehe das jetzt als einen Beginn, einen ersten, sogar den zweiten Anlauf dafür, dass ich nach und nach auch die anderen Länder bereisen kann. Und insofern ist es wie so ein Trick, wie eine Eintrittspforte, dass ich jetzt das zweite Mal hier bin und dann vielleicht auch demnächst in andere Länder reisen kann. For immeasurable, some of the same issue. Dann Java Tone, eine Pavsieres, die Namen Seda, Golia, Jesuja, 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 das Programm. Ja, wie auch immer, es ist nicht unter meiner Kontrolle. Und was heute der Gegenstand oder das Thema sein soll, so ist es im Programm ausgewiesen, ist über jenen Teil aus den vier grenzenlosen Herzenshaltungen zu sprechen, der Liebe und Mitgefühl bedeutet. Und in dem Zusammenhang bin ich gebeten worden, auch zu sprechen über jene Bewusstseinshaltung, die mit dem großen
mitfühlenden Avalokiteshvara oder Chenrezig verbunden wird. Lots of problems some da ji zomling sa jo khas khalia energy ge mangju mangbu ji yong de are ti ken be ge ani mi mangbu ji ani su su ge da ji su su ge ani long ba na lo country na lo de ma do che che ani long ba khas khalia Gabjian Jogar, Tinje Nedam, we on the other. The Rimbi Yuzen Dene, and the Tinsan, Yorob Nalolia, Immigration Senator, Gabjian Yong Yank, and Nedang Ton, that Gangam of Chediach. The Taju Shad, the Taju Shad, the Galahawu Chadiach, the Chinese on the other. And Anna Shingi, Yorob Naloli, Minea. Different ethnic groups, somewhere. Chigi miri dem de mangwe de tizu na lo le chi conflict in some so yong de ar chi chi mangwe chi yong de ar che zen de de ju su lia ma su lia ta kan dar chi den den ki ta chi knowledge is what right knowledge is what me che an nga zhe gi chi gi ning do nga zhe ta ka ru compassion Dana Singi Jig care. Gasu Daji Simsen Chanzisha Digidi Yaget Tonga Chitang Delia Tonan Chewaki Gasu Junzen Chamber something. Es ist nun mal so, dass heutzutage in dieser Welt, wie wir alle wissen, es ein großes Maß an schwierigen Problemen gibt, die dahin geführt haben, dass Kriege stattfinden. Und viele Menschen sich genötigt fühlen, aus ihren Ländern zu fliehen. Und dass sie in anderen Ländern Schutz suchen, sodass wir hier in Deutschland und in Europa ein großes Maß an Flüchtlingen erleben, die hier Schutz suchen. Und mir ist bewusst, dass dies auch hier für diese Länder ein schwieriges Problem ist und dass viele Entscheidungen getroffen werden müssen und es nicht einfach ist, Entscheidungen richtig zu finden. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch schon sowieso innerhalb von Europa die verschiedenen ethnischen Gruppen, die zum Teil auch miteinander eine problembeladene Beziehung haben. In all dieser Situation möchte ich gerne darüber sprechen, was mir wichtig ist, wie man eine Haltung des Herzens und ein Verständnis entwickeln kann, verstehen, wissen einerseits und eine Herzenshaltung, die von Liebe geprägt ist und von Fürsorge, wie wir andere Menschen beschützen könnten oder ihnen Schutz geben können und Freude daran empfinden können, wie wir eine solche Hilfe bereitstellen. Das erscheint mir sehr wichtig und darüber möchte ich gerne sprechen. The officially recognized or not, I'm not so sure. The officially it's maybe it's not a refugee, but actually it's a refugee. The refugee Chadiyara. Chesa, that was a pebble thing. Be a pelia, so sugi, that you cheddar, rejon. Any so sugi, the language. Digi,
가수지 차상한지 소소기다 냠내 자스는 장도 야나지 장화다 데베토네 다디지 송급치야나 강해를 체체 할 배워 없이 가수들 갸갈 갸갈의 겹주 용하다 아 다른 좀 보신다 겹주 좀 투차리야 다드네야 some refugee 다디 가시 벤조 내다 교회에 롱보 가시지 벤조 내다 소연 내다 교회에 이제 그 동안에 지 수수 벤조 내다 이 야부 영화가 채도 아니 계급 신다 벤조 내다 야부 예부터 소리 겹주 좋아하는 데 용어로 다 이내 다다 가지 이게 최심이 니지 강에 치슈 가라스나 지 미지기 코랑기 다 가르쳐 룸버텔 데비나 코랑라 소르 년가 여대와 다는 신기 은지 코랑 가르쳐 서바이브 코랑랑지 서바이브 챌 년가 여대와 디지기 내다 자타우 챌이야레 드린다디 지기 초외기 내다 디기 강에 되네 강에 자타가듯이 지금 최대 리조사디 텔레지 가르쳐 디스 모르스 가르쳐 더 임포턴스 오브 더 리조 네산을 집어 차디게 예비수지 다들 다들 이제 먹고지 에너지 로마신 다들 이제 먹고지 근데 여러 개업 주진해요 연두산에 나주의 코즐리아 삼로 크리스탄 거래 에너지 삼로 동남아로 컨디션 연구 아주 수수기 계급단 수수기 지 대자 지부터 삼당고라다 하나 구주셔도 삼당고라다 디 드리지 삼당고야 두주지 계점실 내려요. Ich selbst bin auch ein Flüchtling. So könnte man sagen, wobei das nicht ganz sicher ist, ob das offiziellen Status hat. Bin ich sicher, ob ich ein anerkannter Flüchtling bin, aber de facto bin ich es. Und nicht nur ich, sondern es hat sich so ergeben, dass in Tibet es einfach nicht mehr möglich war, in eigener Selbstbestimmung sich der Religion, dem Dharma zu widmen, die Kultur zu pflegen, die Sprache zu entwickeln und zu lernen und überhaupt alle Anwendungen, die damit verbunden sind, war es nicht mehr möglich, sie eigenständig durchzuführen. Und so haben viele Tibeter dann Schutz gesucht in anderen Ländern, vor allem in Indien, so wie ich es auch getan habe. Und dann gibt es natürlich auch Flüchtlinge, wenn man von Flüchtlingen ganz allgemein spricht, die in ihren eigenen Ländern Armut erleben und vor allen Dingen Schutz vor Armut suchen, sich also aufmachen in jene Länder, die sie für wohlhabend halten und versuchen dort eben ihren Lebensstandard zu verbessern. Jetzt aber ist die Situation so, dass es ganz viele Menschen gibt, die in ihrer eigenen Heimat mit dem Leben in Gefahr sind, die bedroht sind, ihr Leben zu verlieren und aus diesem Grunde, um ihre nackte Haut zu retten, jetzt den Schutz anderer Länder aufsuchen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das ist, so möchte ich sagen, ganz viel wichtiger als aus Gründen mangelnden Wohlstands woanders Zuflucht zu suchen oder um die eigene Kultur zu erhalten. Diese Situation sollten wir richtig erkennen. Und wenn viele Menschen jetzt in unsere Länder strömen, die versuchen, ihr Leben zu retten, auf diese Weise,
dann sollten wir überlegen, was löst das in uns aus? Welche Empfindungen, welche Gedanken kommen uns, wenn wir uns konfrontiert sehen mit so vielen Flüchtlingen aus Angst um ihr Leben? Wir sollten schauen, was unsere Gedanken sind, und wir sollten schauen, was mögen diese Menschen empfinden und denken. 제상 아저디 더디 더디지 내다야디 유아도아디야 the result in we see the result somewhere that is then devil the condition you know then as a single that you need that to change this situation so that delia energy never to su ko da ji gyu yen kan la de ne de ji ni ju ju gu ye ti ze ju dong a san nan zhang du dan do na ji gyu la ji pan lan cha de ge chi shu ru cha de yo na ben de da ji gan ju jiao ju ne dang jiao ju gang ye ma bu shu wan de ben de middle east ji zu lia ji mong zhou gang ye ma bu wan de ya de ba And then it's a regular sovereign, that kind of game of Sion de Achi. Induced an digitilian as Samegchi. Chigi, Sungurcia Guajida. Tizug Nalo, Jacob Tizun Nalolia. Conditions it that she did you are. And then it's a Mazuk Huzulia Chicago, Zawatea. That the case was started somewhere. The name I said, Vina? Any? Did she capture near than the result? 그들이네다 유마세바 주원대하루시. Und dazu gehört auch, dass wir verstehen, inwiefern unsere jetzige Situation, die wir da erleben, ein Ergebnis, ein Endprodukt einer Entwicklung darstellt. Es ist etwas, das durch viele Ursachen und Bedingungen entstanden ist, und vielleicht könnten wir auf die Ursachen schauen und versuchen, diese Ursachen zu beheben. Zum Beispiel liegt die Ursache dieses großen Flüchtlingsstroms jener, die um ihr Überleben kämpfen, darin, dass jetzt im Mittleren Osten und in Afrika es so viele Länder gibt, in denen heftiger Krieg oder Bürgerkrieg tobt. Und was könnten wir tun, um dort in diesen Ländern wieder Frieden einkehren zu lassen, dass sich die Situation dort beruhigt und die Menschen nicht mehr in Gefahr sind? Wenn wir nicht auf diese Ursachen schauen, wenn wir diese Ursachen nicht beheben können, dann müssen wir damit leben, dass das, was jetzt und hier sich zeigt, als Ergebnis unaufhörlich so weitergehen wird. Mission da gangen da impact 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 da gangen da
erleben und das Leid der anderen nicht direkt auch auf uns eine Auswirkung hat, dass wir so lange dieses Leid nicht richtig wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen und es ignorieren und das und einfach uns davon fernhalten. Wenn es dann so weit gekommen ist, dass uns das Leid der anderen Menschen direkt auf die Pelle rückt, dann fangen wir an, darüber nachzudenken. Wir spüren die Wucht dieses Leids. Vielleicht wäre es andererseits gut, wenn wir schon natürlicherweise in unserem Herzen eine große, warmherzige Offenheit, eine Fürsorge für andere empfänden und aus dieser warmherzigen Fürsorge heraus schon im Vorhinein die Not der anderen wahrnehmen und dort helfen könnten. Nun, ich denke, wir haben alle ein Vertrauen darin, dass wir schon die Fähigkeit zu natürlichem Mitgefühl und natürlichem Wohlwollen oder Freundlichkeit mit uns bringen. Das haben wir schon, diese Fähigkeit. Allein unser Mitempfinden und unser Wohlwollen ist in der Regel ein sehr parteiliches. Das heißt, es erstreckt sich auf jene, mit denen wir uns eng verbunden fühlen. Für die haben wir Liebe und Mitempfinden. Und vielleicht für jene, deren Not und Leid sich uns direkt aufdrängt, sodass wir es direkt auch selber spüren. Aber für alle anderen, wo wir dieses Leid nicht direkt spüren und nur davon wissen, da ist unsere Liebe und unser Wohlwollen, unsere Herzenswärme nicht weit entwickelt. Beyond our selfish boundaries, some of that daily sale of a gage and some gadget which had to Jim. Man könnte sich die Frage stellen: Gibt es eine Möglichkeit, dass wir unser Wohlwollen,
unsere Herzensfreundlichkeit, unser Mitempfinden mit anderen über diese Grenze unseres Eigennutzes oder unserer Selbstsucht hinaus, wie eine Grenze, darüber hinaus auch noch auf alle anderen erstrecken sich können, ist es möglich, dass wir es ausdehnen, dass wir grenzenlose Liebe empfinden könnten, grenzenloses Mitempfinden mit anderen Lebewesen haben könnten. Das wäre die Frage. Ein solches Wohlwollen, eine solche Freundlichkeit, ein solches Maß an Herzenswärme und Mitempfinden, das keine Grenzen mehr kennt und über die Zäune und Absperrung unserer eigenen Selbstsucht hinausgehen könnte. Ja, vielleicht ist es so, dass jetzt in unserer Betrachtungsweise, Empfindensweise, das Wichtigste für uns wir selbst sind. Im Fokus unseres Empfindens und unserer Wichtigkeit steht das, was für uns selbst nützlich ist. Und die Frage wäre, ob es möglich wäre, anstatt einer so selbstbezogenen Weltsicht und Empfindensweise eine Herzenshaltung lernen zu können, in der andere Menschen im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. So könnte man sagen, eine auf andere zentrierte oder gewendete Aufmerksamkeit, dass die Menschen, die anderen Menschen wichtiger werden in unserem Leben und wie wir uns um sie kümmern könnten. Es ist also eine Haltung zu entwickeln, in der wir voller Freundlichkeit auf andere sind. Freundlichkeit im Sinne von Liebe, eine liebende Freundlichkeit, eine wohlwollende Freundlichkeit, eine wertschätzende Freundlichkeit. Und je mehr wir in dieser Weise mit Herzenswärme uns auf andere Menschen hinwenden, dass im gleichen Maße unser Bedürfnis, sich ständig um sich selbst kümmern zu müssen, um sich selbst sorgen zu müssen, dass Selbstsorge und Selbstsucht dadurch abnehmen. So eine Herzenshaltung wäre wichtig. Das selfish zane me de rande yi zi zane me me ba chi yung ro yesa na da di za kala khabar yesa un chang do s maybe that is not our goal maybe some of da kha zu di ganda ga zhe rande yi zi sa ba sa na da do ani ji zhang khone ji pe de tun de pe ba tun de ni ma da be ani sheng gi ji gi de do li ya ignore share den je mai bi chhe kandar shen pen gi kashra da ji samba yage to deep samra da ji tizu yage to da ting sab to da da energy nyu ba share to di ngaju gol ro chi
Wenn man jetzt denkt, nun, vielleicht könnten wir jede Selbstsucht ganz im Keim ersticken, ganz gänzlich frei von Eigennutz werden. Das ist gewiss sehr schwierig. Und vielleicht sollten wir uns das jetzt nicht unbedingt als Ziel vornehmen. Viel wichtiger wäre es, wenn wir es schaffen könnten, eine innere Wende einzuleiten, in der wir uns nicht nur ausschließlich um uns selber sorgen, wo sich alles nur um uns selber dreht und um unser eigenes Wohlergehen. Wenn wir es schaffen könnten, dass nicht nur wir wichtig sind und alle anderen werden ausgeblendet und ignoriert, das wäre schon ein Fortschritt. Und dann könnte sich unsere Haltung auf andere, unsere Fürsorge und unsere Fähigkeit, anderen zu helfen, weiterentwickeln. Wir wären vielleicht tiefgründiger und in einem umfangreicheren Maße in der Lage, anderen wirklich Hilfe zu geben. Ja. 즉 세메시 냠렌 샤디 즉 파버제스기 냠렌 샤가다 가르 즉 프린시플스 오브 바다지 세나다도 야나 에센스 오브 지 님부르시 임 님부르지 샤디 요르 섬청이 Und sprechen wir von solcher Liebe zu anderen, dann ist diese liebevolle Herzenshaltung zugleich auch die Essenz oder der Kernpunkt der Übung, die sich auf den großen Liebenden, den Arya Avalokiteshvara oder Chenrezig hinwendet. Sangye Tamsi ki energy be ninji ki de nyubar di be ji du sha de ji da phai number cha wa sana la ba lai number shar de ba the form of sabar deity become a form of deity sabar da de ne sha de ji me jang jung ji shi wa la su wer ist Arya Avalokita oder Chenrezig, man könnte sagen, es ist das ist formgewordene Liebe. Wenn wir alle Aspekte von Freundlichkeit, von Wohlwollen, von Liebe und Herzenswärme zusammenfassen würden, in eine Essenz zusammenballen, mit der man üben kann, dann ist diese Form gewordene Gestalt Arya Avalokita oder Chenrezig. Den Jusane, also Chenrezig, ja, Mensch, Jusane, ein Sange Tamsegi, aber Nijin über die Jesu, Nijin über seine Dote. That the power of compassion, Sangologi Susu, also Nibes Sangologi Susu, der Jigger, die Susu Semlia, die der Schuber seine Dado. Es ist gleichsam so, als würde man die mitfühlende Herzenskraft aller Buddhas, aller Erwachten einladen, in dem eigenen Bewusstseinsstrom einzutreten, sodass wir in unserem eigenen geistigen Erleben, in unserem eigenen Herzen eine tiefgreifende Ermutigung erfahren. Die Compassion, die Energy Zone, die Energy Source, die
Maybe you can say imagination, or maybe you can say try to be like that. Und es wäre zugleich für uns auch eine Kraftquelle, etwas, das unsere eigene Herzenskraft für Liebe und Mitgefühl und Herzenswärme nährt und stärkt. Es ist, als ob man Anschluss bekommt an die grenzenlose Liebe aller Buddhas, an ein unermessliches Maß an Herzenswärme. So kann man sich das vorstellen, und diese Übung, wenn man so will, ist eine Vorstellung, etwas, das diese Kraft in uns selber erweckt. Da kashe la chigi, kashe chigi cha ni ma to me de wa, kashe la cha shi, kashe la chigi cha tong cha la so, da ni yue de wa, da ka to different form ni xa la so. Wenn wir auf Arya Avalokita schauen, den riesig als Gestalt gewordene Liebe, dann hat diese Gestalt, diese Verkörperung, unterschiedliche Ausprägung. Und das muss man wissen, es gibt welche, die treten in einer Körpergestalt, werden sie gezeigt, auf die zwei Hände hat, andere haben vier Arme und andere haben wieder 1000. Da jesi chöshiba dari ngazhe chigi ngodre chiyade jesi chöshiba di goyimre jesi chöshiba di da the basic Jerez, Heute wollen wir uns auf jene Verkörperung von Liebe oder Gestalt gewordene Liebe beziehen, die dargestellt wird als mit vier Armen. Und diese vierarmige Avalokita unter Chen Risik ist vielleicht die Grundform. Man könnte sagen, das ist die Grundform, aus der all diese anderen entstehen. Four qualities and other four, rather than the quality, maybe it's activity. Nun, der vierarmige Avalokita, diese vierarmige Gestalt der Liebe und Herzenswärme, verkörpert damit vier grundlegende Qualitäten. Und vielleicht sollte man statt Qualitäten oder Eigenschaften sagen, es sind vier Arten von Wirksamkeit, vier Arten von Aktivität, die damit dargestellt werden. Dann die Zemeshi들이 Zemeshi, Chambada, Ninji, Gawa, Danyum, Gawa, Danyum, Zemeshi, da kann der die Quality, die Bumme, da die Activity, da kann der die Action, da die Zunge. Und wir sprechen hier von jenen vier, die man auch als die vier Grenzenlosen oder Maßlosen bezeichnet. Es wäre also maßlose Liebe oder grenzenlose Liebe. Es ist grenzenloses Mitempfinden, grenzenlose sich mitfreuen können, grenzenloser Gleichmut. Diese vier möchte ich eigentlich eher als Aktivitäten bezeichnen, weil sie eine Auswirkung haben, eine Wirksamkeit darstellen. Inji-minji, why his forearm, not forehead. Tadi, so the jigi, forearm yingwa tangi shiva nan singi. Maju nam yun jigi, mi gi, subi gi, lega lebe kol ya.
Nun, wenn es um vier solche Eigenschaften oder Aktivitäten geht, dann könnte man sich fragen, ja, warum muss nun unbedingt diese Körpergestalt dann vier Arme haben? Wenn es um vier geht, sie hätte ja auch vier Gesichter haben können. Aber der Grund dafür, dass die Gestalt gewordene Liebe mit vier Armen dargestellt wird, ist genau das, was ich eben versucht habe zu sagen. Wir als Menschen jedenfalls üben doch den großen Teil unserer täglichen Aktivität und Wirksamkeit über unsere Hände, unsere Arme aus. Und so stehen unsere Arme und Hände für Aktivität. Und diese vier Arten von Einflussnahme oder Aktivität als die vier grenzenlosen Haltungen von Liebe, Mitgefühl, Mitfreuen und Gleichmut sind deshalb mit vier Armen dargestellt. One head, and forearm. Sometimes I think that sending some clear message. Mir kommt es selber manchmal so vor, als wenn ich auf die Gestalt gewordene Liebe als Avalokita schaue. Ein Kopf, ein Gesicht, vier Arme. Ist das nicht eine Botschaft schon für sich? Wo man sagen muss, ja, das heißt doch, nicht so viel denken, sondern anderen wirklich helfen. Tatsächlich was tun. Nicht nur denken, sondern auch tun. Deswegen ein Kopf und vier Arme. So kommt es mir vor. Information, error, thinking too much, information, understand, actually, it's helping us to understand. But in that, understand much more complicated. We become more complicated. And information understanding of Jibu Pingamindo. That is how to transform that understanding into sort of your heart. Nun, das ist praktisch, wenn man heutzutage von Information spricht und von Wissen, dass wir von Information und Wissen geradezu überflutet werden. Und natürlich ist Verstehen wichtig, gar keine Frage. Das richtige Verstehen würde uns ganz tief helfen darin, auch anderen zu helfen und etwas Gutes zu tun. Aber wenn es zu viel an Information ist und an Wissen, dann kann es auch zu Verwirrung führen.
Und da, wo dieses Wissen und diese Information bloß dabei stecken bleibt und nicht in Handlung umgesetzt wird, dann ist es eine Überflutung, eine Explosion von Wissen, wie eine Bombe von Information, die wir erleben. Und was eigentlich wichtig wäre, ist, dass wir verstehen und wissen und Informationen so in uns aufnehmen können, dass daraus eine Veränderung unserer Herzenshaltung sich entwickelt, die sich dann in einem Fähigkeit für Hilfe und Fürsorge für andere zeigen könnte. Bana nga chunjun galya phelya nga ra chunjun gal phelya chwa che galya kab di mi sa wono very simple a je da ko not thinking too much someone ra de ne mi yin za ko ju ji gar che bi ne ya de ji ma ne ji 100% someone ra de ji su su ge gar sa bi ne ya de be ja ji ja ta ma pa ji 一切谢谢 no longer simple anymore 什么的，啊，这里就是啥呢？哎，叔叔是 trust， 100% trust 啊，这搞了好多。嗯，叔叔的这个，刚才云南面呢，就叔叔给上不得。 Um ein Beispiel zu geben, ich selbst, als ich in jungen Jahren in Tibet aufgewachsen bin, habe erlebt, wie es dort eine Atmosphäre war, die, in der die Menschen nicht in viele Gedanken und Sorgen verstrickt waren. Es war eine sehr einfache, schlichte Umgebung und wenn Menschen dort gehandelt haben, dann haben sie ein Verständnis gehabt, was sie tun möchten, und haben das, worauf sich ihre Aufmerksamkeit gerichtet hat, mit ganzem Herzen, mit tiefer Entschlossenheit eins gerichtet, durchgeführt. Und schauen wir auf die heutige Zeit. Da ist es ganz anders. Wir haben so viel Information von allen Seiten, so viele Meinungen, so viel Wissen. Und all das ist schwierig für uns zu entscheiden, zu einem Vertrauen zu kommen, zu einer Gewissheit zu sagen, ja, das ist das Richtige und genau so ist es richtig. Und mit vollem Herzen sich dafür einzusetzen, ist ganz, ganz schwierig geworden, weil wir so viel Information haben und so viel Sorgen und Zögern und eine Nicht-Klarheit darin empfinden. Kommen wir sehr, sehr schwierig zu einer solchen Entschlossenheit. Da bin ich. Du siehst, 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 Respect. Because of your blessing. Ja, vielleicht ist unsere Zeit um. Es war ja, glaube ich, bis 5 Uhr angesetzt. Und wie sich herausstellt, ist es sekundengenau 5 Uhr. Das ist im hohen Maße erstaunlich, wo ich doch aus Indien komme. Das muss Ihr segensreicher Einfluss sein. Und dann sagen 但是呢，确实出不了呀，这个事嘞。他说。那现在就是没心，就这。
Und wie das Programm es so vorsieht, ist um 6 Uhr heute noch eine Fortsetzung dieser Veranstaltung. Und wir werden weiter darüber sprechen, über diese vier grenzenlosen Herzenshaltungen, grenzenlose Freundlichkeit, Mitempfinden, Mitfreude und Gleichmut. Und ich empfinde es als meine Aufgabe, gewissermaßen eine Einführung zu geben, sodass uns bewusst werden kann, was soll das bedeuten? Was ist damit gemeint mit diesen vier grenzenlosen Herzenshaltungen? Dass wir wissen, worum geht es dabei und einen Eindruck gewinnen, wie können wir das jeden Tag in unserem eigenen Erleben pflegen und nähren, anwenden. Da dene sani daji jesegi empowerment ji wan shashis. Dene cheshi du shu. Da ne sa ma jeres wan de kan chu mangu ji shu cha yu ge de sang du. Dene ju san de yang ga ji jeres wan ru che na. Ma ji da re di akshyo bi ya wan ji yar wa. Ji zo wan ni gur de na. Chige yang de ze wan de ma ta du ni. No value. Value me abrasan. Cheza nyesam lya. It's kind of type of one initiation. The ta ina dimil ji meditation transmission. The jeres the meditation transmission of ji. Ta de garasan ji ta na bi phege la gomlung sa ba. Olaso. Gomlung. And the communication, and the transmission, and the generation. And the transmission, the meditation, the meditation, the meditation, Actually, it's initiation. Ja, morgen, so steht es im Programm, ist geplant, eine sogenannte Abhisheka, also eine Einweihung zu geben in den großen Mitfühlenden, die Verkörperung von Liebe, Aya Avalokita. Und ich habe mir überlegt, die meisten von euch haben das vielleicht schon ohnehin viele Male in ihrem Leben empfangen. Außerdem steht während dieser vier Tage hier noch die sogenannte Akshobhya-Einweihung auch noch auf dem Programm. Und das wären zwei Einweihungen oder Abhishekas. Und das ist eigentlich ein bisschen viel. Mir kommt es so vor, als ob der Wert oder die Wichtigkeit dieser Einweihung darunter leidet. Und ich habe mir überlegt, vielleicht morgen anstelle dieses Abhisheka eine Art von, schon einen Ansporn zu geben. Das ist das, was man im tibetischen Gomlung nennt, das heißt eine Übertragung dafür, dass wir etwas anwenden können. Also es gibt diesen Übungstext und dass man dafür die Übermittlung gibt, sodass jeder auch das ausüben kann und sich dafür berechtigt fühlt und weiß, wie er das tun kann. Und das ist sozusagen eine Ermutigung, ein Ansporn und man könnte sagen, ja, das möchte ich gerne tun morgen.
In gewisser Weise ist das natürlich auch so eine Art Einweihung. Thank you. Gibt es einen Mikrofon?